Herzlich willkommen beim TAKT-TV. Kennen Sie das auch, wenn Ihr Kind stundenlang nicht da ist und Sie es dann am PC wiederfinden? Deshalb ist unser Thema heute das Internet. Dazu haben wir zwei Professoren eingeladen, die nun uns etwas über dieses Thema erläutern werden. Guten Tag. Es wurden Umfragen an Schüler und dessen Eltern gestartet und wir haben die Ergebnisse für Sie. Wir haben herausgefunden, dass Schüler täglich bis zu 4 Stunden im Internet sind. Es gab aber auch einen Extremfall, nämlich einen 11-jährigen Jungen, der bis zu 10 Stunden im Internet war, ohne dass die Eltern es wussten. Ein Drittel der Befragten sind jeden Tag im Internet. Die Hälfte von allen Schülern davon sind bei Facebook und bei SchülerVZ angemeldet. Man hört ja so viele schlimme Dinge. Wir haben uns angeschaut, welche Erfahrungen die Schüler denn schon so gemacht haben. Ja, genau, du hast total recht, denn jeder 6. Schüler nimmt Freundschaftsanladungen von total fremden Leuten an, die sie überhaupt nicht kennen. Und es geht noch schlimmer. Bei unserer Auswertung hat sich jedes 5. Mädchen schon einmal mit einem Fremden aus dem Internet getroffen und auch, ohne dass die Eltern es wussten. Und außerdem wissen die Eltern nicht, dass jeder 10. Schüler im Internet belästigt worden ist. Marie, hättest du denn ein paar Beispiele für uns? Aber natürlich, Elisabeth. Manche sagten uns, dass sie beleidigt worden sind. Andere sprachen von Anmachsprüchen oder ihnen unangenehme Anzeigen im Internet. Dieses Phänomen steigerte sich mit dem Alter. Das kann auch dadurch passieren, dass mehr als die Hälfte der Schüler keine Einschränkungen im Internet hat. Bei einem Drittel beschränken die Eltern die Zeit und bei jedem 10. sind bestimmte Seiten gesperrt. Das ist ja erstaunlich, denn alle Eltern behaupteten von sich, sich für die Internetnutzung ihres Kindes sehr zu interessieren. Es ist auffällig, dass bei Jungs die Internetnutzung mehr eingeschränkt ist als bei Mädchen. Erschreckend ist, dass die Eltern bei negativen Erfahrungen ihrer Kinder in keinem einzigen Fall sicher wussten, sondern immer nur mit weiß nicht geantwortet haben. So, Elisabeth, das waren jetzt sehr viele Fakten. Alle Ergebnisse sind nochmal nachzulesen auf www.wahlkreistaktika.de. So, und jetzt zurück ins Studio mit Jette. Herzlichen Dank für diese spannende Erkenntnis. Doch, was sagen die Leute auf der Straße zu diesem Thema? Unser Mann auf der Straße ist Marcel. Und Marcel, wo bist du gerade und welche Erfahrungen hast du gesammelt? Hallo Jette, ich stehe hier im Kalten Kröpke in Hannover und ich möchte von Ihnen wissen, wie lange ist denn Ihr Kind im Internet? Also so an normalen Wochentagen, denke ich mal, alles zusammen mit Skypen und Computerspielen und was er sonst noch so macht, also Zauberwürfel interessiert ihn sehr, können das schon durchaus 2 Stunden sein. Und in welchen Netzwerken ist Ihr Kind angemeldet? ICQ und wobei ich, so genau kenne ich mich nicht aus, ob Skype auch dazu gehört, also er skypt mit seinen Freunden viel. Und Facebook ist immer ein Thema, aber noch nicht erlaubt. Also ich habe einen Sohn, der ist 11. Ich finde, das muss er mit 11 noch nicht machen. Und meine letzte Frage an Sie ist, wurde Ihr Kind schon mal im Internet belästigt? Ich glaube es nicht, weil ich davon ausgehe, wenn sowas gewesen wäre, dass er es gesagt hätte. Und das war's aus Hannover und zurück ins Studio zu dir, Jette. Vielen Dank, Marcel. Das war's auch schon wieder. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt TAKT-TV. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.